was machst du eigentlich? Du studierst doch etwas mit Computer und Internet oder so. Was mache ich eigentlich? Ich studiere zurzeit Psychologie in Basel mit dem Masterforschungsschwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion. Aber was ist Mensch-Maschine-Interaktion? Die Mensch-Maschine-Interaktion ist die Wissenschaft, die der Benutzer untersucht, wie er mit Technik interagiert und wie er die Interaktion erlebt und verarbeitet. Die Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Denken, Verhalten und Fühlen vom Menschen. Genau dem ganzen Wissen versucht man Rechnung zu tragen, wenn man die Interaktionen gestaltet. Der Benutzer soll so effizient und entspannt wie möglich an sein Ziel kommen. Und am besten sollte er noch Spass dabei haben. Was hat das Studium zu bieten und was macht man eigentlich nachher? Neben vielen anderen interessanten Vorlesungen in der Psychologie gibt es einige speziell für die MMI ausgerichtete Veranstaltungen. So auch Fallseminar, wo man mit richtigen Businesspartnern unter realen Bedingungen ein Projekt durchzieht. Eine Bachelorarbeit, in der man sich mit einer ausgewählten Thematik aus der MMI tief auseinandersetzt. Und später eine Masterarbeit, die die ganze Theorie mit einer praktischen Forschungsarbeit verbindet. Zwei Praktikas bringen super Abwechslung und helfen mit spannenden und extrem wichtigen Erfahrungen, Zeit nach dem Studium vorzubereiten. Amix wird sogar aus einem Praktikum eine Anstellung. Allgemein sind Berufsaussichten sehr gut, denn von dir zu wissen über Psychologie mit dem Fokus auf Mensch-Maschine-Interaktion findet aktuell in der Wirtschaft zunehmend reges Interesse. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann besucht uns doch einfach auf www.mmibasel.ch oder schreibt uns eine Mail oder kommt uns einfach besuchen. Hey Jack, Vorlesung, komm an! Also, ich muss gehen, hoffentlich sieht man sich.